In seinem Buch Alles gut? Das meiste schon, bricht Moderator Marco Schriel sein gewohntes Schweigen und spricht offen über die Erkrankung seiner Mutter an Chorea Huntington, die 2021 verstorben ist. Diese seltene und unheilbare Krankheit des Gehirns hat sein Leben stark geprägt und ihn zu einem wichtigen Thema in der Öffentlichkeit gemacht. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Die Chorea-Huntington-Erkrankung seiner Mutter war für Marco Schriel und seine Familie eine immense Herausforderung. In einem Interview mit der Apotheken-Rundschau gibt er Einblick in die emotional belastende Zeit und die Schwierigkeiten, die damit einhergingen. Trotz der Bitte seiner Mutter, über ihren Zustand zu schweigen, entschied sich Schriel dazu, in seinem Buch offen darüber zu sprechen. Dieser Schritt fiel ihm nicht leicht, doch er glaubt fest daran, dass es wichtig ist, das Thema anzusprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Als Sohn einer Huntington-Betroffenen trägt Marco Schriel selbst ein 50-prozentiges Risiko, das veränderte Gen zu haben, das zur Erkrankung führt. Trotzdem hat er sich bisher nicht auf die Mutation testen lassen. Er lebt nach dem Motto, jeden Tag bewusst zu genießen und die Zeit mit seinen Liebsten zu schätzen. Auch wenn Chorea Huntington eine seltene Krankheit ist, betrifft sie nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Familien und Freunde, die unter den Auswirkungen leiden. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.